Ja, hi ho und willkommen, meine lieben Zuschauer, zu einem neuen Let's Show, was ich mal so wieder nebenbei mache. Und zwar, wie man schön sieht, Age of Empires 2 Definitive Edition. Yay. Ja, ich hoffe, die meisten von euch kennen Age of Empires 2. Wenn nicht, dann geht euch bitte schämen. Spaß beiseite. Nein, eigentlich, doch, ich muss zugeben, Age of Empires 2 ist eigentlich Kultgeschichte. Wer das nicht kennt, der hat was verpasst, ganz ehrlich. Ja. Gut, also ich möchte euch mal das Spiel zeigen. Ist vor kurzem erst released worden. Ja, letzte Woche Donnerstag, also vor einer Woche ungefähr. Deswegen werden wir ein Standardspiel, also ein Zufallskartenspiel gegen einen Computergegner starten. Ich habe schon mal probehalber ein Match gemacht gegen einen Computergegner, deswegen ist hier noch die Teutonen vorprogrammiert. Also ja, man sieht, es gibt sehr, sehr viele Völker. Von den Azteken, sogar die Äthiopier, Sarazenen, Wikinger. Gibt es alles, Byzantiner. Und alle haben unterschiedliche Schwerpunkte, wenn ich mal den Technologiebaum öffnen darf. Das ist auch so eine tolle Sache an Age of Empires, der Technologiebaum. Der zeigt alle Technologien an. Wer hätte es gedacht, ja. Also alle Gebäude, Einheiten, Forschungen. Für diejenigen, die es noch nicht begriffen haben, Age of Empires 2 ist ein Strategiespiel. Also ein richtiges Strategiespiel mit Forschung und allem. Also Wirtschaft, Forschung, Militär. Und ja, es gibt halt den Technologiebaum, der im Groben bei den meisten Völkern ziemlich gleich aussieht. Also die meisten Völker haben Kasernen, Schießanlagen, Schwertkämpfer, Bogenschützen und so. Allerdings variieren die Spezialforschungen, Spezialeinheiten. Und auch bestimmte Einheiten sind für bestimmte Völker nicht verfügbar. Wie man zum Beispiel sieht, die Teutonen, die ich hier ausgewählt hatte für mein Testspiel, um zu sehen, ob ich es überhaupt noch kann, sind ein unberittenes Volk. Das heißt, sie haben keinen großen Schwerpunkt in Kavallerie zum Beispiel. Wie man sehen kann, das meiste ist bei denen ausgegraut an Kavallerie. Sie besitzen nur Speer und die Ritter, den Rittertree oder den Ritterzweig. Dafür sind sie ziemlich gut im Infanteriekampf. Und auch mit Fernkämpfern. Aber hauptsächlich Infanterie. Das sieht man auch an ihrer Spezialeinheit, die in der Burg gebaut wird. Ausgebildet wird der Deutschritter. Träge, starke Infanterieeinheit. Ja gut, ein paar werden damit vielleicht jetzt nicht gerade klarkommen. Diejenigen, die es werden, die verstehen mich. Und so gibt es halt verschiedene Völker mit verschiedenen Schwerpunkten. Zum Beispiel die Franken sind ein Reitervolk. Das sieht man dann hier dran, dass sie, ja, auch nicht sehr viel mehr Reitereinheiten haben als andere. Außer einen berittenen Speer, und lustigerweise haben sie Axtwerfer als Eliteeinheit, die zu Fuß gehen. Ja. Das Volk, das ich nehmen möchte, sind die Goten. Weil die Goten erstmal Huskarle haben. Sie sind auch ein unberittenes Volk, also setzen mehr auf Infanterie und Fernkampf. Haben allerdings andere Schwerpunkte in der Kavallerie, die eben nicht ganz so ausgeprägt ist bei ihnen, weil sie eben ein Fußvolk sind. Also ein Volk, das zu Fuß geht. Sie haben aber den Huskarl, die stark gegen Bogenschützen, aber schwach gegen Kavallerie sind. Lustigerweise gibt es auch die Wikinger als Volk. Die haben
Berserker als Eliteeinheit. Obwohl Huskale eigentlich auch Wikinger sind. Aber die Goten sind wohl auch irgendwie Wikinger. Ja, die Geschichtsexperten unter euch stehen, sträuben sich jetzt wahrscheinlich die Haare. Gut, also wir wollen die Goten spielen. Das meiste hier, ja, Cheats zulassen. Geschwindigkeit fest machen wir dafür, Cheats zulassen. Auch wenn die KI, glaube ich, so selten cheatet, da habe ich keine Lust. Auch wenn vielleicht manche lachen, von Autos angegriffen zu werden. Kartengröße können wir mal auf 4 Spieler stellen. Schwierigkeit auf Mittel, weil Standard habe ich versucht, das ist ein bisschen zu einfach gewesen. Deswegen schrauben wir mal eins hoch und gucken, was dabei rauskommt. Die Karte. Ja, als Testkarte hatte ich die Steppe. Die hatte allerdings einen sehr interessanten Start, deswegen lassen wir das. Und nehmen lieber eine Zufallskarte vielleicht. Mega zufällig? Nein. Geistersee, Akropolis. Flüsse, Arena. Gebirgspass, Gebirgszug, der Hamburger. Also ja, es gibt verschiedene Modelle an Karten. Die Karten werden zufallsgeneriert, aber halt anhand der Vorgaben des jeweiligen Modells. Nehmen wir Küste. Und die Goten als Volk. Bevölkerung lassen wir mal bei 200, auch wenn wir viel höher einstellen können, aber 200 reicht. Spielgeschwindigkeit normal. Ja. Lassen wir alles so. Und starten. Und wir kämpfen genau gegen die Wikinger. Welch toller Zufall, oder? Ob man es glauben mag oder nicht, Age of Empires ist ein eher recht schnelles Spiel. Ja, suche. Heise. Buvere. Deswegen müssen wir ein paar Befehle gleichzeitig geben. Zum Beispiel unseren Scout. Also unseren berittenen Speer hier. Gleich mehrfach im Kreis erkunden lassen. So. Suche. Während unsere Dorfbewohner die Schafe schlachten sollen, damit wir eben an Nahrung kommen. Ja, Suche. Und ja, Age of Empires kann man ziemlich als Wissenschaft spielen. Ich übertreibe es mal nicht so sehr. Mit der Wissenschaft. Oh, da sind die Wildschweine. Hey, ja? Woche. Bereit, Woche. Also es gibt zum Beispiel Regeln, wie viel Dorfbewohner man pro Schaf haben sollte. Hey, ja? Holzer. Wie viel Dorfbewohner man am Anfang Bäume fällen lassen sollte. Und solche Sachen eben. Ganz so extrem brauchen wir es dann nicht. Wir brauchen nur viele Dorfbewohner. Und hauptsächlich am Anfang Nahrung. Oh, Kühe. Ja. Kühe sind praktisch. Und da haben wir schon mal einen Fehler gemacht und haben nicht drauf geachtet, was unsere
Bevölkerung macht. Hey ja, Woche. Hey ja, Suche. Bereit. Woche. So, Kühe. Euch zwei Kühe schicke ich schon mal da hoch zur Mühle. Ja. Du wäre. So, du bist noch fleißig am Erkunden. Das ist okay. Heise, Rete. Suche. Okay, du bist fertig mit Erkunden. Dann erkund mal hier ein bisschen weiter. Wir können auch über die Midi-Karte Befehle erteilen. Und wir brauchen mehr Leute, ganz dringend. So, jetzt kommt die nächste interessante Sache, nämlich das Wildschweinpullen. So, zwei sollten die Kuh weiter absammeln, weil Fleisch kann Verderben an Tieren. Und ja, das sollte es nicht. So, dann bauen wir mal ein Holzfällerlager hier endlich. Wir haben schon jede Menge Gold und Steine gefunden. Ja, das ist soll, du wäre. Heise. Holzer. Heise. Rete. Und sollten jetzt auf jeden Fall mal ein paar mehr Holzfäller einstellen. Ach, du bist doch ein Wolf, oder? Oder was bist du denn hier, ein Wolf? Wölfe können wir in Ruhe lassen, die haben kein Fleisch. Und man sieht, der Jarl ist ein bisschen voraus. Jägere, das war, das ich soll, ja. Jägere. So. Das zweite Schwein. Die Mühle brauchen wir für Felder. Und in der Mühle können wir einstellen, dass... Oh, der Gegner hat uns schon entdeckt. Das ist immer schlecht, wenn der Gegner uns zuerst entdeckt. In der Mühle können wir halt einstellen in der Definitive Edition, dass Felder nachher automatisch neu angelegt werden sollen. Und ja, Felder werden wir auch demnächst brauchen. Ja. So, jetzt erstmal eine Kaserne. Denn wir brauchen immer noch... Na okay, wir haben schon zwei Gebäude aus der dunklen Zeit. Um ins nächste Zeitalter voranzuschreiten. Holzer. Ja. So, du baust danach ein Lager für die Bienen. Heiße? Und du als Zustein sammeln. Ja. Gut. Unsere Wildschweine sind abgeerntet, das heißt, wir müssen uns jetzt mit Beeren und Feldern begnügen. Buwere. Bereite. Also errichten wir ein paar Felder. Ja. Und da ist schon mal unser ganzes Holz futsch. Gut, wir können ins nächste Zeitalter voranschreiten. Unser Gegner hat es zum Glück noch nicht getan. Also ja, Zeitalter bedeutet für die, die es Age of Empires nicht kennen,
neue Technologien. Also wie man hier sehen kann im Technologiebaum, ist das da oben die dunkle Zeit, das Zeitalter, in dem wir gestartet sind. Da haben wir nur Milizsoldaten unter anderem zur Auswahl. Fischerkutter und ein paar andere Sachen, rudimentäre Sachen. Erst im nächsten Zeitalter der Feudalzeit haben wir da eine Schießanlage für Bogenschützen, können Schwertkämpfer ausbilden, haben erst dann Zugriff auf einen Stall und eine Schmiede. Und auch auf bessere Technologien zum, für unsere Felder und zum Sammeln von Holz und Gold. Bereite. Bubere. Hey, ja. Rete. Bubere. So, ein paar neue Felder. Und unser Gegner ist schneller gewesen als wir. Was jetzt nicht ganz so viel ausmacht, aber... Weil wir ja gerade nachziehen, aber das sollten wir dann... Gucken, dass wir es ein bisschen kompensieren. Ne, die Einheiten lassen wir erstmal gut sein. Wie gesagt, ich bin kein Profi. So, Feudalzeit. Das erste Wichtige der Feudalzeit ist bessere Nahrung. Besseres Holz sammeln. Dann einen Schießstand, dass wir ein paar Bogenschützen aufheben können. Ja. Und ich brauche jemanden, der uns den Baum da wegholzt. Damit wir da noch mehr Zeug bauen können. So. Was wir auch bauen können, da wir nah am Wasser sind, ist eine Werft. Wenn wir uns das vom Holz her leisten können. Ja. Hover. Jetzt brauchen wir aber auf jeden Fall mehr Goldsammler erstmal. Und ja, wie man auch sieht, haben sich unsere Gebäude durch den Zeitalterfortschritt geändert. Und ja, wir wissen zum Glück schon mal, wo unser Gegner sich versteckt. Ja. So, wir haben wieder unser Bevölkerungslimit verpeilt. So ein Hafen, der schadet nie. Und weiter erkunden. So, neues Haus. Ja, Hover. Und mehr Gold. Ja. Holzer. So, wir haben unsere ersten paar Bogenschützen in Auftrag gegeben. Unser Gold kommt rein. So, zwei Fischkutter. Helfen uns ein bisschen bei der beim Nahrungssammeln. Bereite. Dann brauchen wir eine Schmiede und am besten noch zwei. Heiße? Uwere, ja? Häuser? Uwere. Und mehr Holz? Schadet auch nicht. Ja? Auber. So, Stein brauchen wir auch langsam mal. Uwere. Ja. Du wäre. So, wir haben Fischkutter, die können fischen.
Wir können Forschungen betreiben jetzt, also unsere Militärforschung verbessern. Und weitere Felder anlegen. Machen wir es ruhig hier. Und hier, so. Wir können jetzt auch unsere Keulenkämpfer hier, unsere Milizsoldaten, zu Schwertkämpfern weiterentwickeln. Man sieht übrigens eine Sache. Nämlich hier ein Bonus. Infanterie kostet ab der Feudalzeit 35% weniger.